Hallo miteinander. Rückblick auf meine zweite Etappe. Für mich war eigentlich eine der grössten Herausforderungen auf dieser Reise die Fliegenden. Weil ich Amedeisli vom Land, oder? Wir mussten einen fast 24-Stunden-Flug von Südkorea auf Anchorage bewältigen. Und das ganz allein. In Peking wollten sie mir unbedingt meinen Gehstock wegnehmen. In Seattle haben sie mir den neu erworbenen Reservekanister, den ich auf die Tasche aufschnallen musste, weggenommen. Und in Anchorage oben habe ich dann gemerkt, dass mein Tankrucksack nicht mitgeflogen ist. Aber ja nun, die Aussicht auf die wunderschönen Berge, die mir schon extreme Heimatgefühle vermittelt haben, hat mich für das entschädigt. Ich bin dann einfach jeden Tag am Flughafen führen und habe dort die netten Damen ein bisschen genervt und beschwätzt und habe E-Mails geschrieben und telefoniert und gemacht und tue, bis ich dann Gott sei Dank meinen Tankrucksack wieder hatte. Voller Freude habe ich den dann abgeholt am Montag. Aber die Freude hat nicht lange angehalten. Kaum habe ich meinen Tankrucksack entgegengenommen, schellt bei mir das Telefon. Tatjana hatte einen Unfall gehabt. Ich bin mega verschrocken. Und ich war auch umso froh, als nicht einmal zwei Minuten später die Warnung kam. Ich bin dann an sechs Schalter an, bis ich endlich einen Truck hatte, wo ich den TÜV aufladen konnte. Habe dann die Anita endlich erreicht. Und dann haben wir uns zusammen auf den Weg gemacht, um unsere Speedy-Maus dort aus den Bergen wieder abzuholen. Nach 400 Kilometern haben wir sie dann endlich gefunden und den TÜV. Nur, wie bringen wir drei den TÜV auf die Laderampe rauf? Aber wie immer auf der Reise gehört auch ein Haufen Glück dazu. Es ist der Engel von Anchorage, der Herzfahrer, gekommen, mit seinem roten Truck und einem Anhänger hinten dran. Der hat uns ohne grosses Irgendwas den TÜV aufgeladen und ist mit uns auf Anchorage runtergefahren. Das sei eh auch sein Weg. Und nach 800 Kilometern, mitten in der Nacht, haben wir die Aktion durchgehabt. Und wir sind mega froh gewesen, haben wir alles so ganz ohne Probleme können regeln. Und vor allem ist es ja der Tatjana gut gegangen und der TÜV ist auch nicht wahnsinnig fest beschädigt gewesen. Am nächsten Tag haben wir uns ja dann können auf den Weg machen, Anita und ich, um unsere TÜV aus dem Zoll rauszuholen. Nur, das war gar nicht so einfach gewesen. Nach dem vierten Büro auf dem Flughafen hat eigentlich niemand so genau gewusst, ja, wo steht denn unsere TÜV. Und der liebe TJ, der uns dort oben zur Seite gestanden ist, hat uns dann auch müssen über 10 Minuten ums ganze Flughafenareal herumfahren, bis wir endlich vor dieser Halle gestanden sind, wo unsere TÜV drin waren. Nach viermal Läuten und an Türen an den Poldern hat uns dann dort auch eine Dame aufgemacht und endlich habe ich die Kisten gesehen, wo mein TÜV drin steht. Und voller Freude wollte ich mich schon drauf stürzen. Aber nein, Geld hätte sie natürlich wollen. Das war ja überhaupt kein Thema. Ich habe sofort das Portemonnaie gezückt. Aber Paris sowieso schon gar nicht. Kreditkarte hat sie auch nicht wollen. PayPal hat sie nicht interessiert und eine Überweisung von einer Schweizer Bank eh geht schon gar nicht. Gott sei Dank hat der TJ dort oben wieder mal seine Beziehungen spielen lassen. Wir sind wieder quer durch Anchorage durchgefahren zu einer Kollegin von ihm, die uns das Geld hat können überweisen von einer Alaska-Bank. Und dann habe ich endlich meine heisse Liebe, meinen roten Drachen, können aus seiner Kiste befreien und ich wusste, morgen geht endlich meine Reise weiter. Aber von dem erzähle ich euch gerne das nächste Mal. Tschüss miteinander!